Hallo, 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 herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von FIFA 15 Beer Pro. Joa, dürfen wir mal wieder für unsere Nationalmannschaft auflaufen? Sieht nicht so aus, sieht doch. Doch, ne. Deutschland spielt, aber wir werden weiterhin ignoriert vom deutschen Nationaltrainer. Keine Ahnung, was da los war. Unsere Spiele haben ihn wahrscheinlich nicht sonderlich überzeugt. Müssen wir mit leben, dass wir nicht nominiert sind. Auf jeden Fall kommt jetzt das lebenswichtige Rückspiel gegen Fenerbahce, wo wir einen Rückstand egalisieren müssen. Und das mit Leuten wie Aschempong und Keita. Bin gespannt. Heute natürlich spielen wir wieder in unserem Pro. Und hoffen, dass wir da noch was drehen können. In den klassischen Trikots. Sind heute mit Suarez der stärkste Spieler auf dem Platz. So weit ist es schon gekommen. Auch bei Barcelona. Oh, der war gut. Vielleicht. Nee. Ist gar nicht so einfach. Wenn man den so anspielt, dann bringt das jetzt auch nicht viel. Ja, habe alle getroffen. 4100 Punkte. Reicht nicht wirklich. Na gut, wir machen jetzt erstmal weiter. Das Camp Nou erstrahlt. Und wir sind in der Bringschuld. Ganz klar. So, Emi, Nico und Diego, die auf jeden Fall mit die Besten im Hinspiel. Zusammen mit Zo, der auch noch das Tor erzielt hat. Entschuldigung, ich musste gerade wieder kurz muten. Das Licht strahlt so hell, da muss ich niesen. Zotos. Erster Ballkontakt hier im Spiel. Ich sehe den Radar nicht, weil der blöde Shift-Text da noch durchläuft. So, wir müssen ja im Prinzip nur 1-0 gewinnen. Hört sich jetzt einfach an. Wird aber wahrscheinlich ein ganzes Stück Arbeit kosten. Okay, haben wir einfach mal übernommen. Ziehen ab. Und Volkan reißt die Arme hoch. Kann parieren. Wir gehen direkt raus zur Ecke. Na, heute sind wir mit der Chef hier auf dem Platz. Mal sehen, wie uns die Rolle liegt. Ecke kommt zu Suarez. Der köpft. Der köpft. Aber Volkan, der hat sich heute was vorgenommen. Der Volkan wird das Spiel hier nicht so schnell aufgeben. Der wird versuchen, heute sich zu zerreißen. Oh, was ein Pass! Was ein Pass! Nein, wir kommen da nicht ran. Schade. Und Emenike jetzt vielleicht mit der Kontermöglichkeit. Diego Merelles. Und Zou. Okay, wir haben so gut mitverteidigt, wie es ging. Ja, da wollte ich den Ball eigentlich auch hinbringen auf Aschempong. Der muss sich da gegen zwei durchsetzen. Macht er aber richtig gut. Flanke kommt. Auch relativ gut. Song. So, jetzt vielleicht Alves. Ja, das sieht ein bisschen unstrukturiert aus. Jetzt mal Roberto. Aber da steht Alves dann im Weg halt. Der macht da nicht freiwillig Platz. Merelles. Starker Spieler, gefällt mir sehr gut. In Real Life jetzt. Auch hier hält er den Ball lang. Und sichert das Bällchen. Denn, und da müssen wir uns nichts vormachen. Galatasaray. Fener hat hier Zeit. Und das werden sie uns wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal zeigen. Suarez. Mit dem Querpass zu Alves. Da haben wir wieder Suarez, der probiert es mit dem Lob. Kommt nicht durch, Zou hat den Ball. Merelles. Schön wieder raus zu Zou. Und wenn wir hier jetzt ein Tor kassieren, dann wird es richtig bitter, richtig schwer. Dann geht auch die Verkrampfung los. Das spüre ich ja jetzt schon, den Krampf. Den Druck. Diego legt sich den Ball zurecht. Eckball. In der Luft sind die Türken sehr, sehr stark. Müssen wir haben. So ist es auch. So, Suarez. Müssen wir helfen. So, ich bin gespannt, was er jetzt uns zeigt.
Ah, geblockter Pass. Geblockter Pass. Alba. Die stehen wieder. Achampong angespielt. Achampong zurück zu uns. Dann laufen sich hier alle über den Haufen. Ball kommt. Suarez. Nein, Volkan springt hin und hat den Ball. Gibt's doch nicht. So, jetzt Diego. Boah, starke Grätsche. Aber Diego, der ist erfahren. Mittlerweile viele, viele Profijahre auf dem Konto. Topal Diego wieder. Meireles. Und prallt Sotos ab vom schielenden Körper. Und der Pass richtig gut, Emenike 0-1. Das sieht bitter aus. Was ein Pass. Eieiei. Und wir hatten die Chance zum 1-0 davor. Wir hatten die Chance. Guckt euch an. Diego ist das, der mit dem Traumpass abseits verdächtig hier. Nimmt der Volley, trifft ihn ideal. Keine Chance für Bravo. Jetzt auch wieder die unumstrittene Nummer 1 Zuschein sein. Zuschein. Was rede ich denn hier? So, Aschempong. Geht da noch mal was? Schneller Ausgleich, das wäre wichtig jetzt. Wie gesagt, das wird nicht einfacher. Wir haben uns die Situation nicht leichter gemacht, als sie ohnehin nicht war. Diego jetzt wieder richtig schön raus. So, vernascht zwei Gegenspieler. Flanke in die Mitte, Iminicke, Pfosten, Nachschuss, 2-0 Fener. Fenerbahce, einfach stärker. Dieser Emenike. Keine Vorwürfe an den Keeper. Schön gemacht. Muss man ja auch mal neidlos anerkennen. Jetzt wird es schon sowas wie eine Mission Impossible. Scheint also dies Jahr nichts mit internationalem Titel zu werden. Da sind wir weit, weit von entfernt. So, Achampong. Was macht Achampong? Legt zurück, Jordi Alba. Kein Foul, sagt der Schiri. Roberto. Aber es fehlt dann auch einfach an der letzten Aktion. Oh, Kopfballduell mal gewonnen. So. Alter Schwede. 0-2 zu Hause zurück. Da ist der Druck wohl einfach zu viel. Keine Wechsel. Wundert mich ein bisschen, dass der Trainer da nicht eingreift. Da muss er doch noch mal was versuchen. So, Zotos jetzt eigentlich regelwidrig aufgehalten. Spiel geht weiter. Nee, geht's doch nicht. So, komm, Luis. Du hast es doch schon mal bewiesen, dass du das kannst. Nee. Der ist zu hoch. Weiter 2-0 für Fenerbahce, die hier alles richtig machen. Immer wieder über die Außen kommen sie. Emenike. So, Alba weiß auch nicht wohin. Mathieu. Auch kein Garant heute für eine richtig kugelsichere Abwehr. So, Roberto. Ist ja auch ein bisschen fragwürdig, hier mit dieser B11 halb aufzulaufen. So, Zotos. Schussmöglichkeiten. Was heißt Schussmöglichkeit? Eigentlich ist hier alles dicht. Zweiter Versuch auch wieder geblockt. Drei Leute springen zu auf Chris Zotos, auf den Spielmacher vom FC Barcelona. Der sich so natürlich kaum entfalten kann. Auch Suarez richtig gut abgeschlossen. So, jetzt hier, schick ihn doch. Und ich meine nicht mich damit, ich meinte eigentlich hier den Jungen, Keita, der das 1-1 sucht. 60 Minuten auf der Uhr.
Doppelwechsel. Messi kommt. Ich glaube, das ist zu spät. Ich persönlich glaube nicht mehr dran. Messi. Dani Alves, Keita mit der Flanke. Ja, Messi ist jetzt auch nicht bekannt als Kopfballgott. Oh, schön geklärt hier wieder. Die Fußspitze wieder dazwischen gepackt. So, Jordi Alba. Gleich weitergeleitet auf Iniesta. Der probiert hier den Akrobatenpass. Das kann doch so nichts werden. Boah, Zotos hier wieder gesäbelt. Zweite Mal schon aus einer guten Position. Einfach umgesäbelt. So, Messi darf es jetzt probieren. Der macht was ganz Verrücktes. Aus der Position probiert er den Lobpass. Einfach nach der Verletzung jetzt auch ein bisschen außer Form. Formkurve ist nicht gerade positiv. So, Roberto, jetzt könnte es vielleicht mal schnell gehen. Und dieser Vulkan hält auch einfach alles, was da auf sein Tor kommt. So, Ecke Zotos. Vielleicht eine Möglichkeit, hier über Standards noch was zu reißen. Mathieu. Aschampong, Mathieu. Aschampong probiert das Dribbling. Setzt sich auch durch, aber der Schiedsrichter hat da irgendwas gesehen. Es müsste jetzt schon ein Fußballwunder geben, wenn das hier noch aus der Hand zu holen ist. Da müssten die Türken komplett einbrechen. Und die machen nicht wirklich den Eindruck, als würden sie das tun. Jetzt vielleicht nochmal Holmen. Oh, Zeit, führt das Bällchen. Legt's raus. Ich wurde jetzt aufs linke Mittelfeld gesetzt. Taktikwechsel anscheinend. Totaler Angriff. So, Ball rausgeprügelt. Zotos zu Messi. Jetzt mal vielleicht die Chance. Nein, dauert alles wieder zu lang. Zunächst der Wechsel. So, Rafinha und jetzt Keita. Naja. Mehr als ein Anschlusstreffer wird es auch nicht sein. 12 Minuten noch für 2 Tore. Halte ich für schwierig. Schön gemacht hier allerdings von Keita. Kannst nicht mal wegdrücken. Nein, das muss gezeigt werden. Liebes Spiel. Das lässt sich nicht wegdrücken. Ja, alles nach vorne heißt es. Kann die Devise nur lauten. Jetzt vielleicht ein schnelles, noch ein Tor. Und vielleicht ist das Wunder ja möglich. Vielleicht ist das Wunder ja möglich. So, Rafinha. Zwei Tors. Schade. Ball nochmal bei Zotos. Messi. Ist ziemlich eng da. So, raus auf Keita. Flanke nicht schlecht. Und ein jetzt der Ball bei Emenike. Zotos läuft ihn ab. So, Messi bietet sich an. Oh. Iniesta. Zu einfach. Rafinha. Nee, kommen wir nicht mehr ran. Emenike. Ja, nehmen wir das Foul, das taktische. Viel Frust mit dabei. Gelbe Karte können wir ja noch gut mitleben. Man nimmt ihn auch seinen Mitspieler mit. Nur in die Beine. Nur das Foul gesucht. Topal.
Nochmal in die Füße und dann ist es vorbei. Barca verliert zu Hause mit 1:2 gegen Fenerbahce. Die Türken ziehen damit ins Viertelfinale ein der Euroleague und für Barcelona ist Schluss. Oh, traurig, ne? Aber so ist es halt. Da müssen wir mit leben. Wie schon in der Champions League auch das aus. Die Türken einfach brutal effektiv. Gladbach auch raus, also damit auch der letzte deutsche Vertreter raus. Beşiktaş ist auch weiter. Haben wir noch einen türkischen Club hier drin? Ja, Galatasaray auch weiter. Also drei türkische Clubs noch im Viertelfinale. Wahnsinn. Na, da kann ja was werden. Jo, und wir sind raus, ne? Ja, Nationalmannschaft, wie gesagt, dürfen wir ja eh nie ran, warum auch immer. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Spiel. Bis dahin.